Im August diesen Jahres, in der Version Sonntags OS Nummer 4, haben wir uns schon mal MX Linux angeguckt, die ewige Nummer 1 bei distrowatch.com. Und in diesem Video habe ich auch erläutert, dass MX Linux quasi auf einem Betriebssystem basiert, das sich Antix nennt. Und genau diesen großen Bruder, hier haben wir es, Antix, oder den Vater, könnte man sagen, von MX Linux, das Antix Linux, das schauen wir uns heute mal an. Es ist anders und hält einige kleine Überraschungen parat. So, ich gehe hier einfach auf Download, also direkt auf der antixlinux.com Startseite sehen wir so ein Einführungsvideo und dann kann man hier rechts direkt auf Download gehen. Gehen wir mal drauf. Dann öffnet sich ein neues Fenster und hier kann ich mir einfach dann den Spiegelserver aussuchen, der bei mir am nächsten liegt. In dem Falle würde ich jetzt hier einfach mal sagen, die TU Chemnitz ist jetzt hier am nächsten bei mir dran. Und wenn ich dann hier bin, kommt ein Archivbrowser. Sieht ein bisschen unübersichtlich aus, ist aber ganz einfach. Es gibt Antix in verschiedenen Variationen, nämlich immer eine sogenannte Base-Version, eine Core-Version, eine Full-Version und eine Net-Version. So, und dann schauen wir mal, was da schnell der Unterschied ist. Ganz einfach, die Core-Version ist quasi nur der Antix-Kern. Da ist kein Desktop-Umgebung, keine Software installiert, nichts. Das muss man alles nachinstallieren. Die Basis-Installation, da ist dann schon ein Browser mit dabei. Da ist dann auch schon mal ein oder zwei Desktop-Umgebungen mit dabei. Beziehungsweise, ich glaube, Window-Manager, also Fenster-Manager sind dabei. Und die Net-Version, die ist am minimalistischsten, weil die zieht sich dann alles während der Installation aus dem Internet quasi, also direkt von den Antix-Servern. Die ist also die minimalistischste Version von allen. Den muss man auch direkt über die Konsole installieren. Ja, und die Full-Version ist quasi das Komplettpaket mit, ich glaube, 5 oder 6 verschiedenen Fenstermanagern, die schon vorinstalliert sind und ja, eine ganze Menge Pakete. So, und die gibt es dann auch nochmal in zwei Hauptvariationen, einmal 386 und x64, das ist also die 32-Bit-Version und die 64-Bit-Version. Und ich lade mir hier einfach die 64-Bit-Full-ISO einfach herunter und ja, dann würde ich sagen, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder sonntags, Zeit für Sonntags-OS. Und heute installieren wir Antix. So, ich habe mir hier meine virtuelle Maschine schon soweit vorbereitet. Ich habe hier ausgewählt ein UEFI-System. Werden wir gleich sehen, was wir da alles nachher machen können. So, hier ist die Festplatte und die CD-ROM ausgewählt und in der CD-ROM habe ich bereits die ISO eingelegt. Ansonsten von der Anzahl der CPU, ich habe 6 Kerne vergeben und 2 GB RAM, denn Antix ist unglaublich ressourcenschonend. Das ist also sehr gut geeignet für sehr alte Geräte und deswegen brauche ich da jetzt diesmal nicht hier so viel Speicher vergeben. Und die Festplatte selber, da habe ich, das zeigt er jetzt hier noch nicht an, das machen wir aber gleich, wenn er startet, habe ich 50 GB vergeben. Ich denke, das sollte auf jeden Fall ausreichen. So, kleiner Disclaimer zu Beginn. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Ich habe Antix noch nie vorher installiert. Ich habe also auch keine Testinstallation durchgeführt, nichts. Das wird auch für mich jetzt eine Premiere, so wie für euch. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt hier mit euch zusammen kennenlernen. So, Installation beginnen. Die virtuelle Maschine wird erstellt und dann machen wir gleich mal Vollbild. Und hier werden wir begrüßt mit einem ja wirklich wunderschönen Grub-Bootloader, muss ich sagen. Also wunderschöner Hintergrund mit den Sternen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ganz normal die
die normale Installation zu starten oder Live-CD, werden wir gleich sehen. Und Textmenüs, hier kann man das Ganze dann noch ein bisschen spezifizieren. Hier gibt es dann noch erweiterte Optionen. Hier kann ich dann noch Kerneleinstellungen und so weiter vornehmen. Ich gehe jetzt mal auf das Oberste und starte das einfach mal und bin mal gespannt, was dann passiert. Ja, das ging dann doch relativ schnell. Und hier ist jetzt quasi schon der Desktop zu sehen mit einem Hintergrundbild und Konki als ja, Systemmonitor. Die Uhrzeit stimmt jetzt erstmal nicht. Das heißt, die werden wir gleich mal noch einstellen müssen. Bevor wir richtig loslegen, müssen wir erstmal schauen, dass wir die Auflösung mal ein bisschen anpassen, dass wir hier eine wunderschöne Auflösung haben. Es gibt hier im Menü das Control Center und dann gibt es hier Sessions und Set Screen Resolution. Das ist AR&R oder A-Render, wie man das gerne möchte. Hier werden mir jetzt auch ein paar Displays angezeigt. Da gehe ich hier auf virtuell 0 und dann hier haben wir die Display Resolution. Einmal hier fertig. So, normal kann ich jetzt hier diese Einstellung speichern und das Screen Layout. Das macht aber wenig Sinn, weil ich ja jetzt eine Live-Umgebung habe. Das heißt, ich muss das jedes Mal nochmal neu einstellen und dann ist aber halb so wild. Gut, so hätten wir das. Hier können wir dann gleich mal noch die Keymap einstellen, denn ich habe die englische Tastatur gerade aktiviert und das will ich aber nicht. So, dann gucken wir mal nach Deutschland und dann nehme ich ganz normal German. So, wollen wir gleich mal probieren. Jawohl, das funktioniert auch und das funktioniert auch. Super, prima. Okay, so. Sonst noch was? Hier kann man sogar das Grub-Boot-Image nochmal ändern, wenn man das möchte. Gut, wie gesagt, dadurch, dass das jetzt hier eine Live-Umgebung ist, brauchen wir das nicht. Ja, aus irgendwelchen Gründen ist Conky jetzt hier in die Mitte gerutscht. Ich werde jetzt hier einfach mal Kill All Conky machen. Und dann ist es weg. Und dann einfach nochmal Conky starten. Und da ist es auch schon. Und weg. Ah, das funktioniert dann so. Doch, ist wieder da. Perfekt. So. Ah, dann, ach so, die Uhrzeit müssen wir auch erstmal einstellen. Das ist alles ein bisschen wichtig, gerade bevor man die Installation startet, so dass möglicherweise die Installation nicht die falsche Uhrzeit irgendwie mitnimmt. Und wir schauen mal, was wir hier haben. Den Updater System Set Date and Time. Da ich keine Ahnung habe, würde ich mal sagen, könnte das Demo sein. Tatsächlich. Demo. Unglaublich. Das war jetzt wirklich geraten. Ich habe es echt nicht gewusst. So, dann Choose Time Zone. Okay. Ja, prima. Machen wir das mal. Bisschen größer. Wollen wir was sehen. Europa. Dann Berlin ist hier. Sehr gut. So, Current Date. Was haben wir heute? Halloween. Das ist richtig. Okay. Dann Time Server. Das klingt gut. Hier oben 10:27 Uhr. Kommt hin. Prima. Fertig. Und jetzt haut das Ganze auch hin. Hier unten oder hier oben in Conky ist die Zeit auch richtig. Super. Hier sehen wir auch im Conky schon, was das für ein Betriebs- oder was das für eine Desktop-Umgebung ist. Es handelt sich dabei um einen Window-Manager namens IceWM oder IceWM und das Ganze noch mit dem ROX-Dateimanager. Das ist hier ROX. Hoch, einmal klicken reicht. Und ja, das ist, gucken wir uns dann gleich nochmal genauer an. Das wird sicherlich spannend. So, jetzt habe ich hier wieder Doppelklick gemacht. Das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen nur einmal klicken. Und das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Ich glaube, das hatten wir in der Form bei der Installation von MX Linux auch gehabt. Da war das auch alles so ein bisschen so wie jetzt. Gut, dann einmal Plus, dann German. Brauchen wir irgendwas?
Nehmen wir ganz, ganz normale No Dead Keys. Das hier nehmen wir raus. Gut, weiter. Aha. Haben wir schon applied, also okay. Gut, dann next. So, das ist die Festplatte. Und regular install using entire disk. Das ist auch in Ordnung für mich. Wir nehmen die ganze CD, also die ganze Festplatte. Und was hätten wir hier? Ah, hier könnten, werden wir dann wahrscheinlich zu einem Partitionsmanager umgeleitet. Das wollen wir dann aber nicht. Wir lassen alles so, wie es ist. Und hier kann ich mir aussuchen, ob ich eine gesonderte Root- und Home-Partition haben möchte. Das ist interessant. Das macht, ja, das macht er hier tatsächlich automatisch. Ich lasse jetzt hier einfach mal alles so root. Also ich will jetzt keine gesonderte Home-Partition haben. Und mach mal weiter. Okay, to format the entire disk. Jawohl, möchte ich. So, was möchte ich denn haben? MBR, PBR und ESP. Dadurch, dass ich ein UEFI-System habe, nehme ich einfach eine separate Partition ESP. Das ist auch okay. Und dann wollen wir mal den Computernamen festlegen. Den nennen wir einfach mal Antix und Example können wir auch lassen. Interessiert uns jetzt erstmal nicht. So, jetzt kommen hier schon ein paar Lokalitätseinstellungen. Und hier suchen wir natürlich Deutschland raus. Hier oben. Timezone ist Berlin. Das hatten wir schon drin. System Uhr nutzt Lokalzeit und ich möchte das 24-Stunden-Format haben. Was haben wir hier? Hier haben wir dann nochmal alle Einstellungen im Überblick. Okay. Dann einmal weiter. Jetzt wird ein Benutzeraccount abgefragt. Ja. Das war mein Telefon. So, dann einmal den Benutzertyp mit einem schweren und komplizierten Passwort. Und Root-Administrator-Account, da muss ein separates Passwort festgelegt werden. Dann nehmen wir das, das ist überhaupt kein Problem. Auto-Login machen wir nicht. Und Save Live Desktop Changes. Das brauchen wir aber auch erstmal nicht, weil wir ändern unseren Desktop. Nachher, der hatte nur gefragt, ob ich die Änderung, die ich jetzt am Desktop hier durchgeführt habe, auch gleich für das neue, für die Installation übernehmen möchte. Ich sage erstmal nein, weil ich weiß ja auch noch nicht, was auf mich drauf zukommt. Gut, so, während wir das Ganze jetzt hier durchgegangen sind, ich musste hier tatsächlich nicht irgendwie anhalten oder pausieren. Er ist tatsächlich schon fertig mit der Installation. Alles in einem Atemzug. Fantastisch. Und die Uhrzeit ist jetzt auch wieder, ja, falsch. Na gut, nicht so schlimm. Das können wir alles nochmal einstellen. So, dann sagen wir einmal Neustart. Grab your room. Ah ja. So, please remove the disk and close the tray. Na, dann wollen wir doch mal die CD entfernen. SATA. Hinaus damit. Speichern. Wieder zurück. Groß machen. Und Enter. Ah ja, so. So sieht jetzt also das Grub-Menü aus. Sehr schöner Hintergrund mit diesen Linien, mit diesen Antix-Linien, so geblurrt, finde ich wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und hier habe ich dann wieder meine erweiterten Optionen. Ansonsten einfach ganz normal starten. So, während der jetzt hier startet, schon mal eine, oh, da sind wir auch schon, das ging wirklich so schnell, ich komme hier gar nicht dazu, mal so ein paar kleine Hintergrundinformationen zu erzählen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, ich werde das jetzt einfach gleich dann noch machen. So, ich habe hier keine Maus, sehe ich gerade, also die Maus ist irgendwie, ja, das ist ziemlich kurios.
aus irgendwelchen Gründen. Was ich auch ziemlich komisch finde, dass ich hier kein... Ach, ich muss Enter drücken, alles klar. Dass ich hier auch gar keinen Fenstermanager irgendwie auswählen kann. So, wir sind da. So, das gleiche nochmal. Das Control Center. Jetzt haben wir hier auch, es ist alles so ein bisschen halb Englisch, halb Deutsch. Control Center hier noch auf Englisch. Hier ist es jetzt schon auf Deutsch. Bildschirmauflösung. Dann virtuell 0, Auflösung Full HD. Anwenden. Und vor allem jetzt ist es wichtig, jetzt müssen wir es abspeichern. Wir können das unter Display.sh abspeichern. Und zwar im Ordner, in unserem Home-Ordner, im Ordner .screenLayout. Und das nenne ich jetzt einfach Display.sh. Hier unten steht auch Shell-Script. Einmal abgespeichert. Und warum das jetzt wichtig ist, noch hat das jetzt nicht neu gesch also noch würde der jetzt die Auflösung bei einem Neustart nicht setzen, die neue Auflösung, sondern wir müssen das Ganze jetzt noch in, ja, ich und mein Doppelklick, wir müssen das Ganze jetzt noch in eine Autostartdatei einfügen. So, wie habe ich jetzt hier diese versteckten Dateien angezeigt? So, und ich pausiere mal ganz kurz und mische mich jetzt hier nochmal ein, denn ich habe dann, als ich das aufgenommen habe, noch eine ganz wichtige Sache vergessen. Dazu gehe ich jetzt nochmal zurück in den, in die, dazu gehe ich nochmal zurück in meine virtuelle Maschine und werde mich nochmal einloggen. Ich habe ja im Prinzip nichts weiter verändert, außer dass ich jetzt die Maschine runtergefahren habe und neu gestartet habe. Und ich hatte da noch was ganz Wichtiges vergessen, denn wie man sieht, ist die Auflösung jetzt wieder die, ja, alte, sage ich mal. Und das liegt daran, dass wir die Shell-Datei noch ausführbar machen müssen. Das habe ich völlig vergessen, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Deswegen hat das im Prinzip auch gar nicht funktioniert. So, und zwar mit Steuerung H kann ich die versteckten Dateien anzeigen. Das ist im Prinzip das, was ich jetzt eben in dem Video erklären wollte oder erklärt habe. Und in dem Ordner Screen Layout gibt es jetzt die Display.sh. Wir können uns die mal ganz kurz nochmal anzeigen lassen, wie die aussieht. Die sieht im Prinzip so aus, da sind die X-Render-Einstellungen, sind jetzt quasi hier eingetragen worden. Und das Ganze gehe ich jetzt mit Rechtsklick. Dann Zugriffsrechte und dann gehe ich hier auf Befehl A plus X, mache ausführbar durchsuchbar, einfach auf Ja. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Und der zweite ist, ich gehe in den Ordner, in den Konfigurationsordner von IceVM. Das wäre jetzt hier. Und da gibt es eine Datei, die nennt sich startup.sh. Und die öffne ich erstmal ebenfalls zum Beispiel mit Leafpad. Und da sehe ich jetzt, da gebe ich im Prinzip den Pfad ein zu meiner Display.sh. Ja, und dahinter dann das Unzeichen, so dass wenn er diesen Befehl quasi ausgeführt hat, dass er ja das Ganze weiterlaufen lassen soll und nicht irgendwie canceln soll. So. Danach noch ein Timeout und dann kann er den Startup, das Startup-Skript schließen. Und auch hier muss ich bei Zugriffsrechte diese Datei noch ausführbar machen. So, dazu gehe ich im Terminal, gehe auf CD, dann auf IceVM. So, Punkt IceVM und dann ls-la einfach alles auflisten und jetzt sehe ich hier die Startup-Datei hat jetzt überall X und X. Ja, die ist jetzt vom System, von der Gruppe und von mir ausführbar. Das hat noch gefehlt. Wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert das alles nicht, was ich jetzt hätte sowieso erklärt. Im Prinzip sind wir damit jetzt auch durch. Und wir können das Ganze jetzt mal testen, ob das funktioniert. Einfach mal abmelden, abmelden. Dann einmal
Typ, Enter und das Passwort. Und jetzt hat er sofort die Auflösung vollständig und sortiert jetzt auch das Bild. Conky ist an der richtigen Stelle. Ja, so funktioniert das. So, dann können wir jetzt hier wieder zurück. Und ja, weiter im Text. Auch hier haben wir jetzt wieder das kleine Conky-Problem nach der Auflösungsänderung. Also werde ich hier einfach wieder Kill All Conky machen. Und danach Conky. Und dann einfach mit einem Und. Machen wir mal zwei und. Ah ja, okay. Dann ein Und. So. Und fertig. So, dann können wir das hier wieder schließen und dann ist Conky hier wieder rechts. Ja, also Conky ist wie so eine Art Widget, wo ich dann meine System-Stats halt anzeigen lassen kann. Und ich meine, wir können ja mal schauen. Die CPU-Auslastung ist gerade noch bei 0. Gut, ich habe 6 Kerne vergeben. Ja, und wenn wir hier mal bei der RAM-Auswahl schauen, hier unten RAM, unter dieser Linie, 170 Megabyte, 2 Gigabyte habe ich vergeben, 2 Gigabyte RAM und 170 Megabyte werden gerade verwendet, obwohl ich gerade schon ein bisschen gearbeitet habe, Auflösung geändert, den Dateimanager geöffnet, was bearbeitet, gespeichert, geschlossen und neu geöffnet und trotzdem 170 Megabyte. Also es ist wirklich unglaublich schnelles und sehr, sehr sparsames System, finde ich wunderbar, wirklich, wirklich wunderbar. Wir haben ja eben gesehen, App, dieses Kill All, was ich eben im Terminal eingegeben habe. Ich sehe gerade, das gibt's hier tatsächlich auch als App Killer. Kann ich hier draufklicken, dann verwandelt sich meine Maus in ein X und dann klicke ich irgendwo hin. Ja, wir können das mal testen. Ich mache hier nochmal Files auf. So. Dann Rechtsklick, App Killer, und dann habe ich hier so ein X und zack, weg. So. Jetzt ist aber ROX komplett gestoppt. Ist aber nicht so schlimm, wir können es einfach nochmal hier starten. So, dann Desktop, wir können mal ROX Panel können wir hier an- und ausschalten. Haben wir hier oben nämlich noch ein Panel. Und das finde ich auch sehr schön, so hat man dann immer mal Zugriff auf die wichtigsten Sachen, die man eben so braucht. So, hier habe ich eine Application-Liste. Steht überall Punkt Desktop, ja, ist jetzt nicht ganz schick, sage ich mal, aber zumindest extrem toll, ja. So, dann Browser. Gucken wir mal, wen wir haben. Den Mozilla Firefox Browser. So, ich würde aber gerne diesen ROX-Menü gerne wieder abschalten. Zack, okay. Diese ROX-Leiste oben, die stört mich ein kleines bisschen, finde ich. Also die finde ich jetzt nicht, für mich würde ich sie jetzt vielleicht nicht nutzen, auf einem sparsamen Monitor. So, wir haben hier Help und About Firefox. Die Firefox im ESR, Firefox ESR, die Version 78. Und das bringt mich doch dazu, einfach mal zu schauen, ob wir ein Update machen können. So, wie kann man hier bei Antix updaten. Ganz einfach, der Kern quasi von Antix basiert auf Debian 11, also auf dem Debian Stable Release, und Debian nutzt den App-Paketmanager, also mit sudo apt-update kann ich dann hier einfach mal ein paar Updates durchführen. Da sehen wir auch schon, wenn direkt die Debian Server angefragt. So, es sind 145 Pakete verfügbar zum Updaten. Wir machen mal dist upgrade, dist-upgrade, so dass im Prinzip auch der Kernel mit geupdatet wird oder ja aktualisiert wird. Ansonsten werden immer nur die Programme aktualisiert. So, hier sagt er mir Bescheid, okay, es sind so und so viel Sachen. Ich sage ja, okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. So, die Installation ist vorbei und ging dann doch recht zügig mit 2 Minuten. Insgesamt, es kommt immer natürlich auch auf die Downloadgeschwindigkeit drauf an, also auf die Internetgeschwindigkeit, die man dann eben hat.
Und ja, vom RAM-Speicher her hat er nicht mehr als 260, glaube ich, Megabyte insgesamt verbraucht. Also das ist ja ist wirklich unglaublich toll. So, ich will mal schauen. Uname -R, damit können wir nämlich schauen, welchen Kernel wir installiert haben. Und der Antix Standardkernel ist die Version 4.9, die ausgeliefert wird. Puh, also das ist, ja, der ist schon ziemlich in die Jahre gekommen. Hat aber natürlich auch seinen Grund, denn Antix ist tatsächlich dafür gedacht für sehr, sehr, sehr alte Geräte und die neueren Kernel, so 5.10 zum Beispiel, die würden also auf den alten Geräten möglicherweise nicht mehr richtig funktionieren. Also nutzt man immer sehr, sehr alte, stabile Kernel. Ja, Debian ist da ja wirklich ein absoluter Meister drin, da wirklich die stabilste Software in einem Einklang zu bringen. Und deswegen finde ich das für mich völlig in Ordnung. Firefox ist jetzt aktualisiert worden, einfach nur auf die Version 78, Punkt 15. Das heißt, wir sind bei der Version 78 auch geblieben. Es wurde also nur minimal geupdatet. Und ja, dann fahren wir mal weiter, was wir hier so alles installiert haben. Also einmal haben wir ja hier unten das Menü, das können wir so auf diesem Start-Button draufklicken. Ansonsten kann ich dieses Menü auch erreichen, indem ich einfach Rechtsklick irgendwo auf dem Desktop mache. So, hier Rechtsklick. Und ja, wir gehen nochmal durch. Hier unten gibt es noch einige Themes, die man auswählen kann. Und ich werde diese ganzen Themes jetzt hier nicht durchgehen. Man kann das Aussehen hier wirklich penibel verändern und die Oberfläche wirklich haargenau so einrichten, wie man es selber haben möchte. Jede einzelne Farbe, jede einzelne Schriftart. Das Ganze jetzt hier durchzugehen, wäre wirklich irre. So viel Zeit haben wir auch gar nicht. Und hier gibt es noch Wünsche. Ich glaube, das ist einfach nur ein Übersetzungsfehler, aber hier kann man wirklich auch dann alles noch einstellen, von Tastenkombinationen über wie, ob die Ecken rund sind, ob sie einen Schatten haben und so weiter und so fort. Und das Menü kann man auch nochmal aktualisieren. So, wir schauen mal. Das Terminal hatten wir ja gerade eben. Das ist Rockstern. Okay, interessant. Hier steht auch bis 2014. Weiß nicht, ob der noch weiterentwickelt wird, aber ich denke mal schon. Basiert tatsächlich noch auf GTK 2. Also wir sind ja jetzt bei GTK 3, ne? Das ist ja das GNOME Toolkit, also wo auch zum Beispiel GNOME, nee, GIMP Toolkit suchen, wo auch GNOME zum Beispiel basiert oder XFCE. Also es ist wirklich ein sehr, sehr alter, aber sehr, sehr stabiler, sehr, sehr stabiles Terminal. Ja, so, dann der Dateimanager hatten wir ja, das ist der ROX-Dateimanager und der Editor ist Leafpad. So, App Select. Schauen wir mal. Okay, das ist interessant. Hier gibt es noch Spaltenanzeigen, dann wird das ein bisschen übersichtlicher. Machen wir mal ein bisschen größer. Also mit App Select kann ich ja sämtliche Anwendungen mir raussuchen. Und ich habe jetzt hier mal Hardtop eingegeben. So sieht die Anwendung aus. Hier wird dann gesagt, wie die ja, Anwendung oder was die Anwendung macht. Und bei dem Befehl steht dann dran, wie ist der Befehl, der dazugehörige Terminal-Befehl, um diese Anwendung zu starten. Das finde ich sehr, sehr interessant. Wir machen mal Firefox. Ah ja, Firefox ESR im Internet surfen. Hier ist dann der Befehl, ne? So würde der dann einfach ins Terminal eingegeben, um den so zu starten. Ah, das ist schon sehr interessant, zumal man hier mit dieser Programmauswahl dann gleich die dazugehörigen Befehle hat. Finde ich sehr schön. So, dann machen wir mal wieder zu und gucken, was wir hier noch so Schönes haben. Dann haben wir hier eine Application-Liste, unter anderem eine Rubrik namens Antix selber. Und ich nehme mal an, das sind so Antix-eigene Tools, die man halt benutzen kann, um das System zu bearbeiten. Hier gibt es den Antix-Updater. Der macht im Prinzip nichts anderes als das, was wir gerade schon gemacht haben, nämlich update. Und dann wird er mich wahrscheinlich fragen, möchten Sie diese Pakete aktualisieren? Ich sage ja und dann macht er automatisch upgrade. Ja,
Hier sind wir ja up to date, wir haben es ja gerade eben durchgeführt. So, dann, was haben wir hier noch? Benutzermanager ist drin, da kann ich neue Benutzer anlegen, alte löschen. Auto-Remove, das ist sehr interessant. Hier wird tatsächlich einfach nur apt-auto-remove ausgeführt. So, ja, und fertig. Und Terminal wieder zu. Mehr ist es nicht. Also man braucht noch nicht mal unbedingt die Konsole selber, um dieses Betriebssystem benutzen zu können. Oder um überhaupt zu nutzen. Und das ist immer sehr, sehr schön für Leute, die sich so ein bisschen vor dem Terminal oder vor den Kommandozeilen fürchten. Kommandozeilenbasierte Paketverwaltung finde ich sehr interessant. Der Paketverwalter ist ja Synaptics insgesamt. Und so wie es aussieht, hat Antix einen kleinen eigenen Paketinstaller gebaut, der hier auf der Konsole basiert. Und das finde ich ja wirklich sehr, sehr, sehr toll. So, Q für beenden und nochmal Q drücken und dann ist beendet. Sehr schön. So, was haben wir sonst noch? Ja, Datum, Uhrzeit, Live-Persistenz. Man kann Antix auch auf einem USB-Stick einfach installieren mit einem Persistenz-Speicher. Damit man auch was speichern kann. So, Hintergrundbeleuchtung macht bei Notebooks auf jeden Fall Sinn, auf einem Desktop-Rechner eher weniger. Hier kann man dann den Speicher entsprechend konfigurieren, wenn man dann einen Live-USB hat. Und hier kann man diese Live-USB-Sticks eben auch erzeugen. Und zwar basierend auf der Systemkonfiguration, die ich jetzt gerade installiert habe. So, Timeshift. Nein, doch nicht Timeshift, das sieht eher aus wie Snapper oder einfach nur Snapshot heißt dieses Programm. Ja, tatsächlich, einfach nur Snapshot. Ha, da war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert, denn das Symbol davor ist das Symbol, das Logo von Timeshift, ebenfalls ein Snapshot-Programm. Und Schnellverwaltung des persönlichen Menüs und die Werkzeugleiste bei ISWM. Also ich kann das Menü und so weiter alles selber bearbeiten. Alles, was hier in diesem Menü so auftaucht, das kann ich alles minutiös selber auch konfigurieren und bearbeiten, wann wie was angezeigt wird. Ich kann das eigene Skripte einbauen und so weiter und so fort. Guck mal, was noch schnell vorinstalliert ist. Wir haben LibreOffice vorinstalliert. Und wir schauen mal, welche Version. Okay, alles auf Englisch schon mal. Also nicht auf Deutsch. LibreOffice. Gut, ich habe jetzt auf Help gedrückt. Ich wollte aber eigentlich auf About. Hier. Okay, die 7.0. Also ist schon mal die Version 7 installiert. Interessant. Also es ist doch schon etwas neuer. Ja, es ist aber die Stable-Version. Muss auch ein bisschen neuer sein, weil man möchte ja wirklich, dass es auch mit aktuellen Dokumenten kompatibel ist. Dann, was haben wir? Applications Büro. So, dann haben wir ja Einstellungen, alles was man eben so haben möchte. Es gibt Adblock, das finde ich interessant. Die Antix Advert Blocker Tool. Okay, es gibt ja wie bei Windows auch, gibt es ebenfalls bei Linux immer eine Host-File. Und die Host-File, ja, da kann man eben festlegen, welche Domain auf welche IP-Adresse zugreifen soll. Und im Prinzip macht dieses Programm nichts anderes, außer die ganzen gängigen Werbeseiten, wie zum Beispiel diese, die jetzt hier schon eingetragen sind, einfach auf Localhost umzuleiten. So dass dann Werbung von diesen Domains einfach nicht mehr angezeigt werden im Internet. Ist tatsächlich eine ziemlich clevere Sache. Kann man auch tatsächlich selber zu Hause, egal ob man Linux oder Windows hat, auch selber in die Host-File entsprechende Domains so eintragen. Sehr gut, finde ich gut, dass daran gedacht wurde. Dann, was haben wir noch? ARR ist die Einstellung für die Bildschirmauflösung, hatten wir schon gehabt. Ich werde jetzt hier nicht jeden Menüpunkt durchgehen. Hier seht man aber auch einen Menüpunkt hinzufügen, das heißt, es ist dieser Menükonfigurator. Erscheinungsbild ändern. Hier können wir dann schauen, wie wir dann die Erscheinung aussehen soll. Ja, hier gibt es Arc Dark und Darker, wobei Darker irgendwie hell ist.
Arc Evo Pro 2, das ist dann der ja, Standard. Numix ist dann normalerweise, oh, habe ich das als Orange im Hinterkopf. Sennheiser, Redmond ist Windows, genau, Windows 95 so ein bisschen. Und der Advaita ist der Standard von Ubuntu, Advaita Dark. Ja, sind die gängigen Themes mit dabei, die einem so passen. Gerade so dieses dunkle Thema spricht dann eher viele an, weil es auch sehr augenschonend ist. Ich finde tatsächlich aber das Standardthema so in Ordnung. Also mir gefällt das sehr. So, hier gibt es noch die Symbole. Papyrus Mini Antix ist quasi der Standard. Dann gibt es noch die ja, Rocks, die sehen eher aus wie die Originalen von Advaita. Ja, sieht fast genauso aus, genau. Bis auf noch ein paar zusätzliche Symbole. Und dann gibt es noch Numix Square. So, auch hier lassen wir das Original. Die Maus, Schriften kann ich hier noch einstellen. Und vieles, vieles mehr. Machen wir mal weiter. Hintergrundbild, da wollte ich mal gucken. Oh, das ist Antix Wallpaper heißt das. Ich würde mal Apply machen, weil dadurch setzt sich so ein bisschen dieser Desktop-Hintergrund wieder zurück. Dadurch, dass wir die Auflösung geändert hatten, hat sich das so ein bisschen gekachelt, weil der Hintergrundbild, das Hintergrundbild sich nicht mit ja, aktualisiert hatte. Wir können mal schauen, was wir hier so an Bildern da haben. Hier sehen wir eine kleine Vorschau. Sieht eher aus wie KDE Neon, so ein bisschen der Standardbildschirm. Ja, und dann noch ein paar tolle Bilder. Einmal Dark City und Dark City mit kleinem Mond. Ah ja, das ist dann dieselbe Variation, nur mit hellem Hintergrund. Hier bietet sich dann entsprechend als Gegenstück eben ein dunkles Theme an. Also dunkles Theme mit hellem Hintergrundbild oder ein helles Hintergrundbild mit oder ein dunkles Hintergrundbild mit hellem Theme macht sich dann da wirklich dann entsprechend besser. So, hier machen wir wieder Lines, öffnen, apply. Ich finde das so in Ordnung. Ich finde das Original auch schön, aber hier kann man natürlich dann das eigene hinmachen. So, dann würde ich sagen, lassen wir hier die Einstellungen mal Einstellungen sein. Gehen wir noch in die Entwicklung. Genie, das ist auch ein Texteditor. Ja? Der ist so ein bisschen umfangreicher als das Leafpad. Hier mit Zeilennummern, da kann man dann wirklich schon schön nutzen, um zum Beispiel Konfigurationsdateien zu bearbeiten oder so kleinere Sachen auch zu programmieren. Und Vim ist der Konsolentexteditor, den ich auch immer so gerne verwende. Wir können ja mal schauen, ob Nano verfügbar ist. Terminal, gucken wir mal. Nano. Ja, Nano ist auch verfügbar. Und es gibt aber keine Nano RC, deswegen gibt es jetzt hier keine separate Konfiguration. Also wer gerne Nano verwendet als Alternative, ist auf jeden Fall verfügbar. So, dann Entwicklung hatten wir. Grafik, was haben wir hier? Digicam als Kamera-Browser für seine Fotos, wenn man eine Kamera hat. Finde ich ein ziemlich großes Programm. Ich finde, ah, okay, das ist dann so eine abgespeckte Version von Digicam. Ach, das ist GTCam. Okay, habe ich jetzt verwechselt. Darf man nicht verwechseln. Digicam wäre im Prinzip auch ein Fotoverwaltungsprogramm, das aber sehr, sehr groß ist. Und GTCam ist wahrscheinlich dann quasi so eine kleine ressourcenschonende Alternative. Sehr gut. So, Mirage ist ein Anzeigebildbetrachter. Ja, Paint und ein Scanprogramm. So, was haben wir noch bei Internet? Ja, da gibt es schon einige Sachen, die hier schon da verfügbar sind. Claws E-Mail, ein E-Mail-Programm. Zeni weiß ich jetzt nicht, was das ist. So, jetzt. Ach, das ist alles klar. Das ist ein konsolenbasierter Netzwerkmanager. Das ist ja interessant. Toll. Finde ich gut. So, kann man dann komplett über die Konsole bedienen. So, Exit. Gefällt mir. Ansonsten ein FTP-Programm, Firefox haben wir ja eben schon gesehen. Es gibt hier tatsächlich die Möglichkeit eines GPIO Edge UMTS-Panel, wenn man eine SIM-Karte in seinem Rechner, in seinem Notebook zum Beispiel drin hat. Hexchat. Links ist ein sehr, sehr minimalistischer Browser. Genau.
Und das ist im Prinzip alles, was links ist. Hier am besten mal wirklich im Handbuch von links nachgucken. Modemmanager, Netzwerkkonfiguration, SeaMonkey als Alternative zu Thunderbird haben wir. Searchbar gibt es, Transmission ist für Torrent-Dateien. Und hier kann ich nochmal meine WLAN-Einstellung, wenn ich WLAN nutze, als grafische Oberfläche. Gut. Aha, jetzt habe ich es geöffnet und jetzt läuft es im Hintergrund. Das brauchen wir natürlich nicht. So, was haben wir noch? Spiele. DOSBox-Emulator, irgendein Mahjong und Geguild. Gut. So, Systemanwendungen. Da hatten wir vorhin schon mal Firetools gesehen. Ich mache so eine Art Firewall-Programm. Oh, das ist, was haben wir hier? So, Firejail reduces the risk of security breaches. Das heißt, der lässt die Anwendungen in einer Art Sandbox laufen. Und das ist eine brillante Idee, gerade wenn Anwendungen nicht mit meinem Betriebssystem kommunizieren sollen, kann ich quasi Anwendungen direkt in einer Sandbox laufen lassen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Und weiter geht's. System. So, wir haben Partitionsmanager. Hardtop haben wir gerade schon gesehen. Das ist so eine Performance-Anzeige. Eine hatten wir noch nicht gesehen, aber so sieht das dann aus. Ja, da kann ich dann Performance mir entsprechend die Performance, so eine Art Taskmanager, wie bei dem Taskmanager anzeigen lassen. Oder Prozessmanager besser gesagt. So, dann Backup-Programm Midnight Commander ist auch so ein, ein alter Konsolendateiverwalter. Erinnert einen an den alten Norton Commander von Windows damals, Windows 3.1, wenn ich mich nicht irre. So, dann weiter, was haben wir noch? Nvidia Treiber Installation, schön, dass Sie das hier separat noch drin haben. Wenn du eine Nvidia Grafikkarte hast, wirst du das wahrscheinlich auch brauchen. So ein Paket Installer, das wird so Synaptics sein. Ja, das ist so ein Synaptics für Arme, sage ich mal, ziemlich rudimentär. Und dann kann ich hier auch verschiedene Sachen nochmal hier rüber herunterladen. Zum Beispiel haben wir, kann ich hier den Ausweichkernel, den 4.19 herunterladen, der zum Beispiel gegen die Ransomware Meltdown gepatcht ist, sowie alle anderen, die hier auch gepatcht sind. So, und da haben wir zum Beispiel den LTS 510. Wenn ich also Hardware habe, die jetzt doch nicht so uralt ist, kann ich auch den Latest Meltdown Patch LTS nehmen. Finde ich super, dass sie das hier anbieten. Ja, dann kann ich hier einfach durchgucken, was ich so brauche. Hier gibt es GIMP, kann ich hier installieren, Shotwell, was für Kinder, Vorschule und so weiter. Beinhaltet dann, ah, das sind so Gesamtpakete, da werden zum, ist zum Beispiel Kaliber mit drinnen und Celestia, das ist so ein Weltraumprogramm, da kann ich Planeten mir anschauen. So, was haben wir sonst noch? Messaging, Pigeon, Zoom und Skype, MS Teams ist noch mit dabei und ja, Spiel wird es wahrscheinlich auch einige geben. SuperTux ist immer mit dabei. Proprietäre Videotreiber. Ah ja, Video und so weiter. DVDs werden hier so out of the box nicht funktionieren. Hier muss ich dann tatsächlich noch ein paar Codecs installieren, damit das dann nachher funktioniert. Gut, und einen Webserver kann ich auch noch installieren. Schön. Ja, das kann man dann mit diesem Paketinstaller alles noch nachrüsten. RoxS Root, so RoxTerm Space FM ist ebenfalls ein ja, Dateimanager, könnte man sagen. So, was haben wir sonst noch? Internetspiele hatten wir, System Unterhaltungsmedien. Ja, da haben wir ein paar Einstellungen bezüglich der Audio-Lautstärke. Der ALSA-Mixer ist drin. Dann haben wir den MPV Media Player. Der ist sehr, sehr gut, weil er unglaublich schlank ist, unglaublich ressourcenschonend. Celluloid ist noch mit dabei. SMTube, ja, das ist so ein YouTube, grafische Oberfläche für YouTube, wenn man YouTube angucken. XMMS ist sowas wie Winamp damals war, so eine Winamp-Alternative. Wer das noch schön findet. Und was haben wir sonst noch? Ja, auch nochmal ein YouTube-Video-Player haben wir jetzt quasi zweimal. Wer es
braucht. So, was ist denn eigentlich Cherry Tree? Da wollte ich nochmal schauen, was das genau ist. Ein hierarchisches Notizprogramm mit Textformatierung und Syntaxhervorhebung. Alles klar. Gut, sollte man sich mal mit befassen, ist sicher sinnvoll. So, dann haben wir Clipit, eine Archivverwaltung noch. Dann den RXVT-Terminal. Das RXVT oder UURXVT-Terminal ist sehr gut konfigurierbar, finde ich. Man kann da wirklich wunderschön, den kann man auch wunderschön ja, konfigurieren. Der ist bei vielen Window-Managern, also Fenstermanagern, mit dabei als Standard-Terminal. Und ich bin da sehr zufrieden. Ansonsten nutze ich auch sehr gerne Alacrity. So, also Taschenrechner, Calculator, Leafpad ist mit dabei. Und dann haben wir noch einen Updater und ein Brennprogramm. Ja, im Großen und Ganzen ist Antix Linux ein Betriebssystem, das, sag ich mal, nicht für Anfänger, aber schon für den erweiterten Nutzer gut geeignet ist. Also man braucht so ein bisschen Basiswissen schon, was man wie wo einstellen kann. Man muss auch ein Stück weit bereit sein, auch viele Einstellungen halt über diese Textdateien in dem eigenen Home-Ordner dann entsprechend umzusetzen. Und wer dann ein bisschen Spaß dann dran hat, auch so ein bisschen am Basteln, der kann sich so richtig austoben bei IceVM, was die Konfiguration und auch das Aussehen betrifft. Grundsätzlich lässt sich dieses Betriebssystem wirklich auf die ältesten Maschinen installieren und laufen dann immer noch flott. Ja, der Kernel 4.9 sorgt auch dafür, dass das alles dann schön smooth bleibt, wie man so schön sagt. Auf die so optische Effekte wie Überblendeffekte, Transparenzeffekte muss man dann halt ein Stück weit verzichten. Ich finde, das ist aber auch alles immer viel zu überbewertet. Und ja, ich bin extrem überrascht, wie toll das Ganze auch aufgebaut und aufbereitet ist. Ja. Und deswegen kann ich auch dieses Betriebssystem wärmstens für den Alltag empfehlen. Ich bin tatsächlich jetzt am Überlegen, ob ich nicht Antix auf einen meiner alten Notebooks mal installiere, um das Ganze dann dort als Daily Driver einfach mal zu verwenden. Weil ich finde, ich nutze gerne Fenstermanager, ja, und IceVM wirkt jetzt nicht wie so ein störrischer Fenstermanager wie zum Beispiel BSPVM oder i3, sondern wirkt ja dann trotzdem durch ROCs, durch den ROCs-File Manager, wirkt das Ganze dann doch wie eine wirklich saubere Desktop-Umgebung, mit der sich wirklich wunderschön arbeiten lässt. Ja, hast du vielleicht schon Erfahrungen mit Antix gemacht? Dann lass es mich ruhig wissen in den Kommentaren. Ich werde da auf jeden Fall mit drauf eingehen. Und ja, schreib mir auch mal, wenn du noch andere Wünsche hast für Betriebssysteme, die ich mir mal angucken soll. Und dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal mit dabei ist. Gut, aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.